Guten Morgen, liebe Freunde von Jochen on Tour. Ich bin hier am Rand des Nordschwarzwalds an der Schwannerwarte und ich mache mich heute auf eine Tour zum Bernstein. Wie ihr seht, hat der Winter den Nordschwarzwald gut im Griff. Schnee liegt schon seit einiger Zeit und seit einigen Tagen auch in tiefere Regionen wie hier oder noch weiter unten Richtung Karlsbad. Meine heutige Tour zum Bernstein. Das ist ein Fels mit Aussichtspunkt, wo zwischen Bad Herrenalb und Gernsbach liegt. Die wird sicherlich interessant. Ich denke mal, dass ich durchgängig Schnee haben wird, auch unterm Albtal. Und dann gehen wir jetzt einfach mal los und schauen uns das Ganze an. Ich freue mich. Es ist gut kalt heute. Jetzt schauen wir mal, ob wir in Schwitze kommen oder ob wir eher durchgängig am Frieren sind. Aber ich bin gut angezogen und somit können wir jetzt einfach mal los. Hier der Ausblick von der Schwannerwarte aus am Segelflugplatz. Weiter unten ist noch neblig, aber hier oben scheint schon ein bisschen die Sonne. Ich denke mal, das wird ein richtig schöner Tag. Zuerst laufe ich jetzt mal hier am Panoramaweg der Schwannerwarte entlang Richtung Kornweiler und dann laufe ich mit euch einen schönen Trail durchs Achsbachtal und dann gucken wir mal, wo mich der Weg weiterführt zum Bernstein. Hier im Hintergrund beginnt jetzt der Trail, wo er zum Achsbach runterführt und dann nachher dran entlang bis fast runter Richtung Langenalb. Ja, ihr habt es gesehen, es war ein richtig schöner Trail. Die Sonne ist schon wieder weg hier, weil da hinten scheint sie noch. Und hier unterhalb von mir liegt Langenalb. Und ich laufe jetzt hier am Waldrand entlang runter Richtung Albtal und freue mich jetzt, dass es ein bisschen bergab geht und sich somit ein bisschen leichter läuft. Hier unten sieht man Langenalb und ich laufe jetzt hier am Waldrand entlang runter Richtung Albtal.
Heute Morgen habe ich mir vorgenommen, um 7 Uhr aufzustehen. Aber ich habe mal keinen Wecker gestellt und habe gedacht, ich wache von allein auf. Und dann, wie es dann halt so passiert, dann ist es 7:09 geworden. Und ich bin ein bisschen später fortgekommen. Aber egal. Ich krieg's trotzdem noch hin, heute bis dunkel wird. Und wenn man allein unterwegs ist, dann macht es ja nichts. Dann versetzt man ja niemand. Und kann auch mal später losgehen, wie geplant. Jetzt kommen wir gleich ins Holzbachtal. Besser gesagt, der Einstieg vom Holzbachtal, wo man auch hoch Richtung Neusatz fahren kann. Oder auch wieder, wenn man oben links abbiegt, Richtung Schwanerwarte kommen kann. Da drüben seht ihr eine Straße, die führt nach Schielberg. Das ist eine von 3, wo da hochführt, zu dem kleinen Bergort. Da wird auch immer Fasnacht hochgelebt und gibt es eine gute Dorfgemeinschaft. Aber sonst ist da oben natürlich nicht viel los, wie in so viele kleine Örtler, die irgendwo abgelegen liegen. Jetzt gehen wir hier im Tal weiter. Und der nächste Ort, der dann kommt, ist Marxzell. Und das liegt dann schon im Albtal. Jetzt bin ich hier am Pfaffenroder Weg. Das ist ein Weg, der die Orte Pfaffenrod und Schielberg verbindet. Und diese Richtung hier geht's nach Pfaffenrod. Und die andere, da hoch zu, den Berg hoch, da geht's nach Schielberg. Sicherlich ein uralter Weg, wo sie früher zu Fuß gelaufen sind, wo es noch keine Straßen gab. Und ich bin da auch schon mal hochgelaufen. Ist auf jeden Fall eine kurze Verbindung und macht Spaß, dass durchgehend eigentlich ein Pfad ist. Ja, ihr seht, der nächste Ort, Marxzell. Und wenn ich gleich unten in der Ortsmitte bin, dann zeige ich euch das Albtal Verkehrsmuseum. Das ist ein Museum voller alter Kuriositäten. Nicht nur Autos und Motorräder, sondern auch noch viele andere Krempel aus früherer Zeit, den die beiden Brüder, die das Museum betreiben, mit ihrer Mutter zusammen über Jahrzehnte angesammelt haben. Und soweit ich weiß, sind die immer noch aktiv auf der Suche nach Dingen, die entweder jetzt schon alt sind oder in ein paar Jahren interessant werden könnten. Dann hat sich Auto an Auto und alle wollen wahrscheinlich Schlitten fahren. Oder sonst irgendwie eine Schnee. Kann ich denen nicht verdenken, mache ich ja auch. Seht dann hier drüben ist das Museum, von dem ich geredet habe gerade eben. Das ist aber natürlich auch geschlossen. Ja, das Museum, das ist überregional bekannt. Und falls ihr noch nicht da wart oder schon lange nicht mehr da wart, ich kann euch das nur empfehlen. Als Liebhaber von alter Sache kann man hier sehr viel entdecken und drin verweilen. Ich muss nur dazu sagen, im Winter muss man ein bisschen abgekettet sein, weil es ist nicht beheizt, das Museum. Aber schaut es euch einfach mal an selber, macht euch selber einen Eindruck. Es lohnt sich auf jeden Fall. Hier seht ihr die Marxzeller Kirche im Hintergrund.
Und hier die Straße, die führt nach Burbach hoch. Das ist auch ein Teil, Höheort von Maixzell. Und da drüben am Schild kann man es lesen, ne, überquere jetzt die Alp. Und hier ist ein kleiner Ausblick aufs Albtal im Winter. Und hier zurück seht ihr nochmal Maixzell mit seiner Kirche und unten die Albfliesen. Ich bin jetzt hier am Graf-Rehner-Weg angelangt. Das ist ein Radenwanderweg, der zwischen Bad Herrealb und Ettlinge entlang führt. Immer an der Alp entlang. Und den verlasse ich jetzt aber auch wieder, weil ich jetzt hier hoch muss. Und da steht es auch schon. Der Bernstein ist hier noch 8,5 Kilometer entfernt. Ich bin jetzt hier schon gut hochgestiegen Richtung Menzelschwanderhof. Und bin bald dort. Ja, hier oben, je weiter ich hochkomme, gibt es natürlich auch wieder mehr Schnee. So, die weitläufigen Wiesenflächen des Menzelschwanderhofs habe ich jetzt erreicht. Und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen was von der Aussicht, die man hier hat. Und zwar, hier hinten seht ihr der Hof, das Hofgebäude. Das sind alles die Pferdeweiden, die es hier so außenrum gibt. Und da hinten drüben auf dem Berg liegt Schielberg mit der turmartigen Kirche. Und weiter hinten am Horizont kann man Schwann und Kornweiler erkennen. Ja, und hier drüben ist noch so ein Strohballenlager vom Menzelschwanderhof. Aber schon auf jeden Fall eine nette Aussicht. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber ganz im Hintergrund sind noch die Windräder vom Windpark bei uns in Straubenhardt ersichtlich am Hang. Jetzt laufe ich aber nicht Richtung Menzelschwanderhof, sondern laufe jetzt hier diese Richtung mit euch. Und der Weg, der führt jetzt als nächstes dann nach Bernbach. Das ist ein Ort, der oberhalb von Bad Herrenalb liegt. Hier sieht man das Gehöft vom Menzelschwanderhof nochmal besser. Und weiter hinten links, nämlich in diese Richtung, sieht man auch nochmal passend rot. Richtig auf dem Berg liegen da hinten. Da vorne ist halt ein neuer Defender. Von Land Rover und der macht mir gerade den Weg, sodass er in seiner Fahrspur besser laufen kann. Nett, spart auf jeden Fall Kraft. Eben war noch ungespurt auf dem Weg und jetzt läuft sich sehr deutlich besser. Nach Bernbach. Geht bei der Dame eben, habe weiterhelfen können. Die wollte wissen, wie sie wieder zurückkommen, da wo sie geparkt habe. Und die war dann happy. Ja, nach vorne ist der Defender mit dem Jäger, der man vorhin gespurt hat. Und der wird das Wild wahrscheinlich füttern im Wald, damit es nicht in strenge Winter kommt. So, hier am Wegpunkt Ziegenbuckel sind es noch 1,2 Kilometer bis Bernbach und das kriegen wir jetzt auch noch voll hin. Und da geht es da hoch, da wo die Leute herkommen. So, jetzt hier vorne sieht man schon Bernbach. Und wenn wir am Waldrand da vorne sind, sieht man es gleich noch mal besser. Und ganz grob gesagt, da hinten oben, hinter Bernbach, am Wald oben,
da muss ich hin. Da liegt der Bernstein. Und hier sind wieder jede Menge Leute unterwegs, wie ihr von mir erkennen könnt. So, hier nochmal ein kleiner Schwenk über die Szenerie bei Bernbach. Und ich will jetzt gucken, dass ich da oben zu dem gelben Haus am Ortsrand hinkomme, weil dahinter liegt ein Grillplatz. Und da möchte ich eine kleine Rast machen. Sieht es nicht klasse aus hier. Herrlich. Da drüben fährt einer Ski. Langlauf. Ist gerade überall sehr angesagt. Hier in der Gegend. Schlittenfahren tun sie auch. Die Kinder, wie ihr seht. Oder das Kind hat jede Menge Spaß. Wie meine Tochter und ich auch, wenn wir das machen. So, hier nochmal ein kleiner Blick zurück, wo ich hergekommen bin. Da unten die vielen Schlittenfahrer. Und da oben ist die Grillplatzhütte. Und da gehen wir jetzt mal hin. Tschüss, schönen Tag noch. Danke. Hier im Hintergrund seht ihr nochmal die Hütte. Und da habe ich mich gerade umgezogen. Und jetzt geht es wieder steiler bergauf. Und der Bernstein ist ungefähr 4 Kilometer erreicht. An der Hütte eben haben wir auch umgezogen. Nach 17 Kilometer durch den Schnee ist das bei mir durchaus ratsam. Ich habe gemerkt, wie meine Oberteile feucht waren und sich mit Kälte voll gesaugt haben. Und wenn ich dann nicht wechsle, dann verspannt meine Atemmuskulatur, besser gesagt Atemhilfsmuskulatur, unterhalb der Brust immer so, und von daher ist es gut, wenn ich dann auf mein Gefühl höre und die Klamotten wechsle. Den Schnee hier hoch ist natürlich immer mehr, und daher will ich jetzt voll, bis ich oben bin beim Mautzenstein, das ist eine Erhebung vor dem Bernstein, gehe und somit Kräfte spare. Ich möchte heute ungefähr so 30 Kilometer machen, und jetzt habe ich gerade 17 ungefähr, und von daher ist es sinnvoll, seine Kräfte einzuteilen und zwischendurch vor allem berghoch, gerade wenn es so anstrengend ist, mal wieder zu gehen. Es ist wunderschön hier. Die Holländersteige, die ich jetzt gerade hochlaufe, ist auch ein bisschen einsamer wie die anderen Wege, wo zum Bernstein hochführen. Deswegen habe ich die auch ausgesucht. Zumindest auf dem Hinweg. Auf dem Rückweg nehme ich einen anderen Weg. Und wer weiß, vielleicht ziehe ich ja nachher den Telefonjoker und rufe meine Claudia an, dass sie mich irgendwo abholt, wenn es mir reicht. Mal sehen. Aber jetzt erstmal noch die paar Kilometer machen. Erstmal zum Bernstein hoch, wieder runter ins Albtal, und dann sehen wir weiter. Hier haben wir jetzt einen herrlichen Ausblick über die Waldfläche zwischen Moosalbtal und Albtal. Dahinter irgendwo mitten im Wald liegt auch Mittelberg, ist auch so ein kleiner Ort.
Und da drüber liegt der Malbergturm. Das sind ja zwei große Bäume. Und dann zoome ich jetzt euch mal her. Ja, dahinter kann man den Malbergturm ganz gut erkennen, denke ich mal. Jetzt zoome ich mal wieder raus. Genau. Und mein Weg, der führt jetzt hier weiter. Ja, ich kämpfe mich immer noch den Berg hoch und das ist bei der Schneehöhe auch gar nicht so unbeschwerlich, wie ihr euch sicherlich denken könnt. Aber hier gibt es einen Trampelpfad und den haben andere schon vor mir platt getrampelt. Von daher geht es einigermaßen. Aber mit den Bildern, die ihr hier im Hintergrund seht, wird man dafür entschädigt, für die Mühe. Und das sieht doch klasse aus. Das liest man doch gerne. Ein Wintermärchen hier. Aber ich glaube, es sehen viele Gegenden vom Schwarzwald ähnlich toll aus, auch noch schöner. Man darf nur nicht da sein, wo alle sind oder wo die meisten sind. Es gibt genügend einsamere Wege und Gegenden, wie ihr seht. Ja, da vorne sind auch schwer Leute. Ich glaube, da hat man eine ganz gute Aussicht. Hier hat man jetzt eine herrliche Aussicht. Hier bin ich an der Drachenflugrampe unterhalb vom Mautzenstein. Und ganz da unten auf der weißen Fläche sieht man Kinderschlitten fahren. Und hier rüber sieht man gar genau hinten von der Sonne ein bisschen beleuchtet. Und weiter links Gernsbach. Jetzt aber schon fast im Nebel liegt. Lofenau auch, liegt auch im Nebel da drüben. Mal sehen, vielleicht wird es ja nachher vom Bernstein besser. Ja, hier auf dem Weg weiter nach oben sehe ich, wie oben der Baumwipfel vor mir auch schon die Wolke und der Nebel drüber zieht. Das heißt, es könnte noch eine neblige Angelegenheit werden hier oben, wenn ich im Bernstein bin. Aber mal gucken. Ich habe ja bisher so Glück mit dem Wetter gehabt, dass ich mich da auf keinen Fall beschweren kann. Ja, ihr seht, da hinten ist schon Bernstein. Da oben der Fels, wo die Leute runterkommen. Und da gehe ich jetzt mit euch hoch. Somit ist mein Tagesziel erreicht.
müssen wir mal warten, bis die Leute runterkommen. So, dann gehen wir mal hoch. Natürlich bin ich nicht allein hier oben. Ja, die Sonne kommt richtig gut durch. Hat eine tolle Aussicht über das Mulchtal. Da sieht man die Bernsteinhütte und da gehen wir zu der Runde. Hier oben ist zu viel los. Hier im Hintergrund seht ihr noch mal Richtung Bernstein. Da war jetzt aber richtig viel los, daher gehe ich jetzt wieder weiter. Jetzt geht es Richtung Bad Herralb. Jetzt gucken wir mal, was die Runde so bringt, noch, die ich laufe. Hallo? Hallo. So, jetzt laufe ich wieder runter vom Bernstein weg Richtung Bad Herralb. Ich habe jetzt 23 Kilometer auf der Uhr und nach Bad Herralb sind es noch 6. Von daher habe ich mich entschieden, dass ich es heute in Bad Herralb dann gut sein lasse und mich abholen lasse dort. Es ist jetzt auch schon mittel am Nachmittag. Und somit ist es auch nicht mehr ewig hell. Sternlampe habe ich keine dabei. Von daher schaffe ich es heute in den Erbitz heim. Und es wäre jetzt auch zu weit bei den Bedingungen zu der Uhrzeit. Wenn es euch auf dem Bernstein gefallen hat und ihr selber da mal hin wollt oder mal wieder hin wollt, könnt ihr das am besten von Bad Herralb oder von Bernbach aus tun. Die Wege dazu sind ausgeschildert oder ihr findet auf der Homepage von Bad Herralb auf jeden Fall einen Weg, der dahin führt. Und wer da keiner findet, schreibt mir. Da schicke ich euch einen Track, den ihr dann ablaufen könnt.
war auch nicht jeden Tag so viel los auf dem Bernstein wie heute. So dass er da, zumindest wenn der Lockdown vorbei ist, dann auf jeden Fall mehr Ruhe habt und die Aussicht vielleicht ruhiger genießen könnt wie ich heute. Ja, die Tour war anstrengend, aber auch schön, weil der Schnee macht es halt irgendwo besonders. Und es liegt nicht jeden Winter so viel Schnee auf der Tour. Von daher behalte ich die bestimmt in guter Erinnerung. Und wenn nicht, kann ich das mal jederzeit ja wieder angucken auf YouTube. Aber noch besser, wie die Vergangenheit zu betrachten, finde ich persönlich, immer die Dinge wieder zu tun, sprich sich einfach wieder auf den Weg zu machen. Und egal zu welcher Jahreszeit man auf dem Bernstein oder an andere Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten, was auch immer ist, gibt es immer wieder neue Eindrücke. Und jedes Mal ist irgendwo was Besonderes. Und man muss nur genug Abstand dazwischen lassen. Auf jeden Fall mal ein paar Wochen oder zwei Monate. Und uns dann im Frühling einfach mal wieder machen. Und dann sieht das Ganze wieder völlig anders aus. Hier unweit von Herrealb möchte ich Tschüss sagen zu euch. Ich hoffe, euch hat die Tour genauso gut gefallen wie mir selber. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Jochen on Tour. Hier unten geht mein Weg nachher auch vorbei. Und dann geht da unten der Pfad runter, geradeaus runter. Und da geht's dann zum Bahnhof. So, jetzt geht es nach unten voll. Und meine Claudi, die wartet schon auf mich, hat sie mir gerade geschrieben. Hallo, hier geht's runter zum Bahnhof. Dann laufen wir mal. Hier links drüber geht's zum Falkensteinfelsen. Da gehe ich anderes Mal mit euch hin. Jetzt ist 16 Uhr und da unten kann man den Bahnhof schon erkennen. Schaut mal. Hier seht ihr den Bahnhof nochmal von der anderen Seite. Und da steht gerade eine S-Bahn abfahrtbereit. Und die fährt vor Richtung Ettlingen, weil hier hinten die Wendeschleife ist von der Strecke. Ihr seht, ich laufe gleich drüber, wo die Bahnen wenden können. Und hier ist das Bahnhofsgebäude. So, hier stehe ich jetzt wieder an der Alp. Und jetzt sage ich wirklich Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.